Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zu Eternity The Last Unicorn. So, im letzten Part sind wir hier lang und haben ordentlich Mobs ausgelöst und ja. Jetzt schauen wir mal, was es hier so gibt. Was ist das? Ach, hier sowas. Da lassen sich Waffen mit herstellen. Was bringt mir das bitte? Nichts. Also im Moment wirklich gar nichts. Oh, ich löse doch bestimmt gleich wieder irgendwas aus. Oh, was ist das denn? Will ich das? Oh, ehrlich, will ich hier sein? Nein, wusste ich's doch. Och, guck mal, ganz normale Monster. Naja, die sind auch hammerhart mittlerweile wieder. Aber... Ah, verdammt. Nicht immer hauen! Ich kriege einfach keine Heilung. Die Tür klemmt. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay. Ja, da komme ich nicht hin. Aber das haben wir ja öfters schon gehabt, ne? Dass wir Kisten haben und so Zeugs, wo wir nicht hinkamen. Also der nächste Verkäufer, ne? Der wird von mir so gnadenlos leer gekauft, wenn denn mal irgendwann mal einer kommt. Da löst sich gleich eine Gruppe wieder aus. Deswegen gehe ich nochmal speichern. Ich weiß, das ist doof und das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Aber wenn ich nicht speichere, dann stehen wir wirklich da und machen dicke Backen, weil wir immer wieder von vorne anfangen müssen. Und das ist einfach doof. So. Ja, ich möchte speichern. Dankeschön und tschüss. So. Und ich möchte Heilung. Also, das ist eigentlich das, was ich am meisten möchte. Also, wenn mich jetzt jemand hier fragen würde, was wünschst du dir? Dann würde ich sagen, Heilung. Heilung, damit ich durch diese blöden Gruben durchkomme, die jetzt hier auslöst. Wenn die gleich auslöst, erschrecke ich mich zu Tode. Eine Kiste. Och, falsche Taste. Oh, die geht sogar auf. Habe ich nicht mit gerechnet. Ah, vervollständige das Medaillon. Aha. Um deine Gesundheit zu vergrößern. Jetzt haben wir 200 Ausdauer. Das sind Sachen, die sind gut. So, wir gucken nochmal. Wir haben hier noch neue Charaktere. Hier, Ocarina Balance. Die lesen wir natürlich jetzt nochmal eben vor. Schön, elegant und mächtig. Sie ist eine mysteriöse Frau, die verirrend... die verirrten Reisenden in Wannenheim Trost spendet. Aufgrund ihrer strahlenden Schönheit und ihrer vornehmen Gesichtszüge ist ein Vergleich mit einer Göttin nicht unangemessen. Ocarina ist eine fähige Völva, eine... Seherin, die wie keine andere in die Zukunft blicken kann. Einige glauben, Freyas Geist würde in ihrem Körper wohnen. Doch das ist nur eine alte Legende. In der Vergangenheit sagte sie den Fall des Königreichs Cordava und den Triumphkönig Wolfrigs voraus. Letzterer suchte sie einst persönlich auf. Um sich ihrer Reinheit zu bewahren, opferte Ocarina ihren physischen Körper, um ein spirituelles Wesen zu werden. Doch Gulwalk verdarb ihren Geist. Seitdem sehnt sich ihre Seele nach Freiheit. Okay. Gut. Hier lang.
Okay, jetzt haben wir also 200 Leben. Wenn uns das nichts bringt, dann weiß ich auch nicht. Ein Boss? Ein Boss. Natürlich. Oh. Ohne Heilung. Aber mit mehr Leben, juhu. Und der ist natürlich darauf ausgelegt, dass ich mehr Leben habe, ist ja klar. Hälfte ist auch schon weg. Ah, weg, 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 weg. Warum kann ich denn da nicht ausweichen? Explodiert, explodiert. Nein, 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 ich hab dich zuerst. Jawoll. Jawoll. Oh, ein Auge. Loot, Loot. Leute, Loot. Sowas geht doch nicht. Ihr könnt doch nicht mehr den Boss hier hinpacken. Und ich kann den nicht looten. Okay, also wir werden zu allen vier Seiten müssen, um diese Dinge zu machen. Jetzt müssen wir super schnell und dringend, ich passe gerade auf wie ein Schießhund, dass ich nichts auslöse. Wir müssen auf jeden Fall jetzt ganz schnell zurück. Aha, genau das habe ich erwartet. Noch so eine! Bei aller Liebe, Leute, seid ihr bekloppt? Oh, okay, das wird nichts. Das wird nichts. Wir gehen drauf. Der Goblin hier macht mir das Leben schwer. Ah, nein. Ich musste an die rankommen. Ah, ah, ich drücke doch die ganze Zeit A. Was soll ich denn noch drücken? Oh nein, oh, das gibt's nicht. Da, warum funktioniert das denn nicht? Okay. Ich sag da jetzt nichts dazu. Ich hätte speichern sollen. Was ist jetzt alles gespeichert gewesen? Darunter gucken kann man dann immer noch. Das müssen wir nicht jetzt machen. Hier kam jetzt ja eigentlich gar keine Gruppe, ne? Es war ja nur dann hier der Boss. Dann holen wir unser Leben. Yay. So, vorgelesen hatte ich ja alles, ne? Wir haben jetzt 200 Leben. Und das scheint auch aufzufüllen. Das ist ganz gut. So, wenn wir die haben, dann, wenn die nächste Gruppe auslöst, gehen wir dann einfach erstmal speichern und dann gucken wir weiter. Das ist wirklich fies, das Ding. Ihh, du hast aber komische Zähne. Ich versuche erstmal durchzukommen, damit ich überhaupt was sehen kann wieder. Warum? Ich hab A gedrückt. Ich wollte gerade sagen, also jetzt, ne, so langsam
Ist dann auch doof, wenn das immer nicht funktioniert. So. Okay. Jetzt haben wir wenigstens das noch, was wir auslösen können gleich. Ja, wenn die Gruppe kommt. Aber ich, wirklich, ich renn durch. Ich speichere erstmal. Ist egal. Die löst jetzt aus und ich bin dann jetzt weg. Ja, wir wollen speichern. Danke und tschüss. Also dieses A-Gedrücke, das... scheiße, da war Loot. Das funktioniert immer nur bedingt. Ich habe A gedrückt. Ich wollte sagen, ich habe es gedrückt und es kann nicht sein, dass das immer nicht funktioniert. Ah, das war der zweite. Jetzt geht das Ding auf. Ah, guck mal, unser anderer Weg, den wir finden sollten wahrscheinlich, oder? Sehr schön. Gut. Super. Wo ist denn jetzt der andere hin? Hier war doch noch einer. Da war aber doch noch einer, oder nicht? Naja, okay. Wir speichern. Jawohl. So. Und dann gucken wir mal, was da aufgemacht worden ist. Immer noch keine Heilung. Also, da ist er. Bruchstücke, ja, die brauchen wir nur überhaupt nicht. Wir können die ja gar nicht einsetzen, mal ehrlich. Wofür brauchen wir den ganzen Loot, wenn wir den nicht benutzen können? Ja. So. Also ich erwarte jetzt eigentlich überall Gruppen nochmal auf den Weg jetzt hier. Vorne wird noch was auslösen. Ja. Ja, das habe ich erwartet. Ich musste mal eben schnell von den Explodierenden da weg. Weil sonst, ne? Ist unser Leben gleich wieder Geschichte. Also ein Kraut. Und sonst nicht wirklich was Brauchbares. Was ist das? Eine alte und machtvolle Rune. Nutze sie, um deine Gesundheit zu erhöhen. Okay, aber das ist immer nur kurzzeitig, ne? Die halten nicht so lange, die Dinger. Ein Bogen! Ja, wir haben einen Bogen! Den brauchen wir. Okay, ja, okay. Ich hab's verstanden. Oh, da liegt noch Loot. Hatte ich das vergessen? Möglich. Okay, das war Kraut. Und das war ein Schirm der Pilzspinne. So, das benutzen wir mal. Das setzen wir ein. Die auch. Falls wir die mal brauchen. Okay, ich lese das jetzt alles gar nicht vor. LT. RT. Nee, RT ist doch das. Da.
RT. Okay, alles klar. Was ist denn RT? Recht. Rechte Dings, Schultertaste. Ja, drück ich doch. Ah. Kannst du das da mal wegmachen? Nein, ist nicht dein Ernst. Das wollte ich nicht nehmen. Also wollte ich wirklich nicht nehmen. Habe ich auch gar nicht, habe ich auch gedacht, dass ich das gar nicht drauf gedrückt hätte. Oh, okay, gut. Also hab's verstanden. Diese Runen bringen einem sowieso nicht viel. Also es ist jetzt nicht so mega schlimm. Das ist ganz gut. So kann ich von weiter weg schießen. Allerdings ist mir das so lieber. Erstmal. Na toll, jetzt ist die Rune natürlich gleich alle, aber... Ach, ich finde das nicht so schlimm. Deswegen jetzt irgendwie... sich Gedanken zu machen... Finde ich einfach... blöd. So, Dinge passieren. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob ich hier irgendwas abschießen kann. Nö. Die kann ich auch nicht abschießen. Okay, wir gehen speichern, natürlich, klar. Ganz klar sogar. Und auf der anderen Seite... lässt sich ja was aufschießen, ne? Das würde ich aber jetzt noch gar nicht machen. Ich würde gerne hier die Mobgruppe auslösen. So, den habe ich auch. Und dann kümmere ich mich jetzt hier um den hier. Warte, kann ich den anvisieren irgendwie? Warum schieße ich denn ganz woanders hin? Ah. Mal gucken, wie weit ich da schießen kann. Finde ich ja schon interessant. Ich speichere mal kurz, kennen wir ja schon. Aber wenn man hier schon direkt dran steht, ich meine, man wäre ja eigentlich blöd, wenn man das nicht machen würde. Ich weiß gar nicht, was das da mit den... Ah, guck mal. Poff, macht das... Das ist ja cool. Dann regnet das da runter. Das ist ja mal richtig cool. Ey, jetzt können wir auch mal coole Sachen. Huch. Oh, festhalten reicht. Das finde ich auch gut. Aber da scheinen wir nicht wirklich durchzukommen. Ach, jetzt habe ich Heilung genommen. Das ist also, das finde ich, ist ein bisschen... Uah! Dass alles auf dem Steuerkreuz ist, ist für mich sehr schwierig, weil ich wenig mit dem Controller spiele. Okay. Das Loot. Bruchstücke. Mhm.
Das hatte ich schon geholt. So, dann nochmal speichern. Jawohl. Und ja, ich würde sagen, gehen wir im nächsten Part gucken, ob wir da durch die Tür kommen. Also, bis dann. Ciao, ciao.